me and Drew Westman, who received the Nobel Prize today, and I was like, I didn't know whether it is real, you know. We suspected maybe some, you know, prank. Yeah. Everybody gave up on it, but you know, Katie lit the match, and we spent the rest of our 20 plus years working together, figuring out how to get it to work, how to get a vaccine to function well. And COVID hit, and vaccines were recognized for 95% efficacy, which was really a turning point in RNA therapeutics. Versuche festzustellen seit ungefähr 11 Uhr, das sind jetzt immerhin schon 4,5 Stunden, ob ich jetzt eigentlich in der Realität bin oder ob das irgendwie einfach ein langer Traum ist. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte. Wenn man schnell bewegte Objekte, deren Bewegung verfolgen möchte, braucht man eine sehr schnelle Kamera, um Momentbilder anzufertigen und aus den Momentbildern die Bewegung rekonstruieren. Genau mit einem solchen Ansatz versuchen wir seit vielen Jahren die allerschnellsten Bewegungen in der Natur außerhalb des Atomkernes in Echtzeit zu verfolgen, diesen Bewegungen auf die Schliche zu kommen.